Waffen und ja, Action Skills, Face Walk. Ja, Aktionsfähigkeit, wahrscheinlich, wie man es da eben sehen konnte, dass sie sich unsichtbar machen kann. Also, aber wir werden den Soldaten nehmen, weil einfach aus dem Grunde, da ich, wenn ich Online-Shooter spiele, da ich dann sowieso eher der Typ bin, der hier so mit Schnellfeuerwaffen durchheizt und dann da immer alle wegknallt. Von daher werden wir mal den Soldaten nehmen, weil er so eine Waffen hat und er wahrscheinlich auch dieser Standard-Typi ist, sage ich jetzt einfach mal. Und ja, wenn ihr wollt, könnte ich das Spiel vielleicht später irgendwann nochmal als Let's Play mit anderen Charakteren durchspielen. Okay, enter selected character. Alles klar. Don't be alarmed. I need you to stay calm and don't let on that anyone is talking to you. Start making your way off the bus. You don't have any reason to trust me, but I need you to believe that I'm here to guide you. I'm here to help you find the vault. In a moment, you'll be greeted by a funny little robot. Do everything he says. You'll know what I mean when it happens. I'll contact you again soon. Don't worry about saying goodbye. I'm sure we'll be doing this all again soon enough. Get off my bus. Wir konnten übrigens auch schon sehen, dass das Spiel automatisch speichern wird. So viel sei denn jetzt nochmal gesagt. Und ja, wie man gerade sehen konnte, war das denn wahrscheinlich dieser Schutzengel. Er hat gesagt, ja, dass wir nicht irgendwie Aufsehen erregen sollen, dass wir gerade irgendwelche Stimmen hören oder auch sehen. Und ja, wir haben zwar keinen Grund, die zu vertrauen, aber sollen es trotzdem mal. Und gleich wird ein Roboter kommen, wo wir alles machen sollen, was er sagt. Okay. Ich hatte den Herrn Asterix auch übrigens gefragt, wie das denn nur ist, ob ich hier viel zu übersetzen habe. Aber er sagte, dafür, dass ein Action-Rollenspiel ist. I am CL4PTP. You may call me by my locally designated name, Claptrap. Before continuing, please accept this echo communication device and heads-up display, provided free of charge by the Doll Corporation. Dass es wahrscheinlich nicht allzu viele Übersetzungen gibt für mich, außer natürlich am Anfang. Das ist aber bei jedem Spiel so. Und wir kriegen jetzt ein Gerät und für uns ist das einfach nur dann das Heads-Up-Display. So viel habe ich denn ja auch noch gesehen. Ja, links die Energieanzeige, rechts die Munitionsanzeige, in der Mitte. Einen Moment. Und wir sollen ihr jetzt folgen. Unten wahrscheinlich den Fortschrittsbalken von Erfahrungspunkte und darüber dann ein Radar. Okay. Basic Movement. Use WASD for Movement. Use Mouse to look around. Benutzt die Tasten WASD, um euch zu bewegen. Und die Maustaste, um euch umzusehen. Um sich umzusehen. Wow. Ich hoffe mal, es ist im Video auch einigermaßen flüssig. Bei mir läuft es gerade komplett flüssig. Aber wir werden ihm noch nicht folgen, weil ich auch schon gesehen habe, dass man hier einige Sachen einsammeln kann. Okay, ja, haha. Typisch Ego-Shooter-mäßig weiß ich natürlich, wie man sprintet und zwar mit der Shift-Taste ist meistens so und dann sind eben noch so eine Standards, die Leertaste ist springen und ja. Wow, wir haben Munition. Combat Rifle Bullets. Ja, und Shift und Leertaste ist hier auch springen. Der springt aber ganz schön hoch. Ja, eh zum Benutzen. $12 haben wir gefunden. Wow. Zeig an, $12. Wir haben jetzt $109. Ich weiß nicht, wieso man irgendwie Startkapital hat oder so. 122 $, wenn man hier sowieso alles findet. Wozu braucht man denn noch Startkapital? Was man vor dem Spiel hat. Komme ich hier rauf? Was macht der hier für Geräusche? Muss er kacken? Okay, hier ist noch mehr zum Einsammeln. Zack, zack, zack. Ist das da eine Badewanne, die soll ich benutzen?
Oha. Alles klar, wir haben Waffen hier drüben, sagt er gerade. Okay, ich übersetze das noch alles ein bisschen zu wörtlich, merke ich mal gerade. Und so sieht die Munition aus. Da, Munition, wenn ich die aufnehmen will. Okay. Combat Rifle. Was ist das hier? Level Requirement 2. Das heißt, wir müssen Level 2 sein, um die zu benutzen. AF Bad Repeater. So heißt die. Denke ich mal. Oder? Ja. Oder Waffenart oder so. Schaden 12, Genauigkeit 75,3, Feuerrate 3,1, 4%, minus 4%, Recoil Reduction, weiß ich jetzt nicht, und plus 31% Schaden, also Damage. Dann steht da irgendwie rechts eine 12 und Dahl und $85. $85 hätten wir, aber ich weiß nicht, ob ich die jetzt verkaufen muss, obwohl die hier rumliegt. Switching Weapons. Switching Weapons using Mouse Wheel Down and Mouse Wheel Up. Hold the E button when you picked up ammo to collect all nearby ammo at once. Ja, mit dem Scrollrad nach oben und nach unten kann ich zwischen den Waffen, die ich habe, durchwechseln, und wenn ich die E-Taste gedrückt habe, halte, kann ich alle Munition in der Nähe gleichzeitig einsammeln. Und ja, hier ist dann noch mehr. Aber ich muss die Daten wahrscheinlich nicht mal alle vorlesen. Die werdet ihr dann selbst sehen, wenn ihr das Video in, keine Ahnung, ich glaube in HQ wird es oben sein, also High Quality. Und wenn ihr jetzt dann High Quality und Fullscreen macht, dann wird es schon gehen. Ich nehme das Ganze mit 60 FPS auf und aber Half Size damit. Also die Qualität wird dann trotzdem genauso gut sein, aber die Videogröße ist nicht ganz so groß. Danach werde ich es natürlich noch runter komprimieren. Also, ich habe jetzt gerade, glaube ich, in dem Spiel hier eine Auflösung von 1400 irgendwas, glaube ich. Und mal irgendwas, keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht genau. Und ja, das heißt dann einfach nur, er nimmt das dann auf mit 700 irgendwas mal irgendwas. Aber ich werde sowieso dann noch runterschwinken auf die Größe von wie meine anderen YouTube-Videos. Von daher, ey, das war doch auch am Anfang. Von daher wird es nicht groß auffallen. Und ja, müsste dann eigentlich High Quality sein. Gibt es hier noch was? Hier ist noch ein Häuschen. Ach ne, da waren wir eben drin. Okay. Da ganz hinten waren wir noch nicht und da ganz hinten waren wir noch nicht. Und dann werden wir uns erstmal ein bisschen um die Story kümmern. Zack, und Moneten. Wir haben jetzt schon ganze $271. Oh, was ist hier denn? Schade, kann man noch, noch nicht? Kann man nicht rein. Vielleicht später, weiß ich nicht. Ich hab keinen Plan. Ist blind! Achtzehn Repeater Pistol Slugs. Okay, mal sehen. Also, ja, das ist das normale Inventar. Und mit der Tab-Taste. Okay, kommen wir hier rein. Name: Roland. Kann man den nicht ändern? Ich wollte nur mal schnell durchgucken und euch würde es vielleicht auch interessieren, was hier so schon alles gibt. Aber ich glaube, das wird uns doch sowieso dann noch von diesem Typi da dann erklärt, von diesem kleinen Roboter. Von daher können wir gleich mal zu ihm hingehen. Hopp. Und hier nichts mehr ist. Doch, da ist noch was. Hopp. Mach auf. Da ist noch Munition für Pistolen und $11. Ach, wenn das doch mal im richtigen Leben so einfach wäre, hier Geld einzusammeln. Beziehungsweise Geld zu verdienen. Durch einfaches Einsammeln. Ist hier noch was? Hier ist eine Kloschüssel. Die haben wir doch eben auch schon aufgemacht geschafft. Wow. Und noch so ein